Let's play The Walking Dead, Staffel 2, Episode 1, All That Remains. Wir sind mit Clementine, nachdem wir von einem Hund gebissen wurden, auf eine Gruppe von Überlebenden getroffen haben, in eine Hütte gesperrt worden, weil man sich nicht sicher ist, ob das wirklich ein Hund war oder ein Zombie und man will sicher gehen, dass wir uns nicht verwandeln. Genau. Und wir schauen mal, was wir jetzt in dieser Hütte, wo wir genau eingesperrt wurden, so alles finden. Und ich finden. Finde, jetzt wird's langsam echt spannend, ne? Ja. Also jetzt, wo Personen im Spiel sind und nicht nur ja Hunde, Dosen und Frisbees. Und ich glaube, der Zeitpunkt, wie sie die Gruppe überzeugen kann, dass sie sie sozusagen wirklich aufnehmen als Mitglied, wird sein, wenn die Schwangere ihr Kind kriegt. Weil sie hat nämlich schon Erfahrung damit. Ja. Durch Krista. Ja. What's happening? Kannst du mal weiter gucken, was da, was kannst du da oben? Was, was muss ich machen, Markus? Du sollst, da wo du eben warst, beim Kreis gucken, was du da machen kannst. Was ist das für ein Symbol? Ich kenne das gar nicht. Das Messer? Das Messer war das. Ist das? Anchor? Ist das ein Anker? Anchor. Weiß ich nicht. Nee, ich kenne auch nicht so einen Flug oder so. Ah, dann kommst du vom Bauernhof. Du solltest eigentlich alles wissen. Aber nicht auf Englisch. Aber nicht auf Englisch. Ist das ein Schwimmring? Ja, hier? Dann ist Anchor ein Anker. Ja. Weil hier ein Boot Anchor drin war. Achso. Oh. Oh ja, eine Waffe. Das ist schön. Ach, toll. Oh, komm. Das ist ja wie in echt, wenn du das machst. Ja, wie? Dann nehme ich mir die Hake und hol mir das. Hallo? Warum macht die das nicht? Da ist ein Schrank, den du aufmachen kannst. Wo? Links. Oh ja. Man macht auch immer erst das Ach so, Falsche ein auf, Tisch, ne? War das ein Tisch. Jetzt kannst du draufsteigen und den Hammer. Oh, echt? Man macht auch immer erst das Falsche, ne? Ja, das war im anderen Let's Play auch schon so. Oder, nee, das ist in jedem Let's Play von uns so. Auch noch voll auf den Biss gefallen. Alter, ist der jetzt gebrochen, der Arm. Aber wir müssen ja auch wirklich alles machen, ne? Das, ja, das Brett noch hochheben. Das ist lame. So. Und so. Du? Ja. Jetzt machen wir das Ganze aufbrechen. Wie? Wie mache ich das denn? Wahrscheinlich musst du näher rangehen. Jetzt ziehen. Q drücken. Q drücken, das ist auch so ein Dings geworden, ne? So ein geflügelter Satz. Der Walking Dead Satz. Aber warum laufen wir denn jetzt weg? Die killen uns dann doch. Warum warten wir nicht? Ah, gut, vielleicht weil es so weh tut. So, wir müssen das wohl machen, ne? Ich würde ja auch warten hier. Um so Vertrauen aufzuwecken, ne? Ja. Jetzt sollen wir da einbrechen. Oh nee, das sollte sie nicht tun, Mann. Ich würde das auch nicht machen. Aber meinst du, ja, wir sterben wahrscheinlich, wenn wir es nicht tun, Markus. Also wir brauchen eine Nadel, Peroxid und... Ich kann ja nur geradeaus, ne? Ja, Bandagen brauchen wir auch. Was machen wir denn? Gehen wir da hin? Gehen wir an das Fenster? Ja, man ist völlig unmöglich jetzt abzusehen, was der beste Weg ist. Also Trial and Error, ein Fenster versuchen. Oh nein, müssen wir jetzt alle möglichen Fenster und Türen austesten? I think so. Oh Mann, das muss doch nicht sein. Come on. Also es wird garantiert nicht der Haupteingang sein, oder? Huh. Läuft die jetzt einmal rum, ehrlich? Okay.
Ja, gut. Hey. Da ist jemand. So. Ja, dann würde ich das Fenster da hinten versuchen, glaube ich. Ja, okay, okay, mach Look. Mach Looky. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me any shit. I need some air. Oh man. Hallo, I need some air? Sie kommt ja wohl nicht raus, oder? Was soll ich machen? Du kannst sie nur gucken, oder? Ach, du meinst, das geht nicht? Versuch. What the hell are you doing? I need your help. I need your help. Me? No. I'm sorry, but I can't do nothing. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. I'm sorry I bothered you. You should be. I don't have anyone who will help me. Come on now, don't get upset. Don't get like that. I'm serious, you need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious, you gotta go. I got enough problems already. Got a baby on the way, Rebecca's all emotional. Got a mess of hormones causing all sorts of trouble. I don't want to get you in trouble. I'm already in trouble just talking to you. Nein, 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 nicht das untertreiben. Ich würde hartnäckig bleiben. I could really use your help. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? Nicht locker das. What do you need? The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitch? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. Alright, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with. And a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. Okay, wait here. Okay, it's a fun. Weißt du, was ich glaube? Was? Die knallen den ab. Oh nein, bitte nicht, ne? I found you some bandages. And I got you a juice box in case you're thirsty. Ach, wie süß. Oh Mann. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Die hat doch gesagt, sie findet irgendwas noch alleine. Ja. Achso, jetzt haben wir nur Bandagen. Wenn das Hausmeeting gleich ist, dann können wir uns hier eigentlich reinschleichen, oder? Of course. Ja. Du kannst doch hinten rum, glaube ich. Ja, da waren wir jetzt noch nicht. Wir waren da noch nicht bei der Haupttür. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht der in die Arme laufen, die jetzt gerade rausgegangen ist, um zu rauchen. Hast du eigentlich recht? Aber ich glaube, das ist vom Spiel vorgesehen, dass es nicht passieren kann. Okay. Och man. Aber hier waren wir noch nicht. Nee, können wir auch gar nicht. Ach so. Geht nicht mehr. Warte. Wo lang? Hier lang? Dann würde ich eher noch komplett ums Haus rumlaufen, genau. Genau, und hier dann einmal rum und vielleicht ist dann hinten noch eine Tür. Ja, genau, hier ist noch was. Das sieht nicht so aus, als wenn wir hier was machen können. Mann, das ist aber auch gerade ruckelig. Jetzt geht's aber wieder, ne? Komm an, da kann ich ranspringen. Die ist ja vorhin auch überall rangesprungen. Ah, dort können wir rein. Das ist praktisch. Da kriegen wir so unter das Haus wie so ein Marder. Ja. In amerikanischen Häusern ist das ja so, ne? Gut, jetzt wollen wir den Hammer. Oh,
Ja, Captain Obvious. Und jeden Nagel einzeln. Komm. Zack. Zack. Klick. Klick. Und jetzt ab dafür. Das war total komisch, finde ich, dass ich glaube, viele Häuser in den USA, die so gebaut sind, dass ja. darunter so. Es muss doch mega kalt sein. Ich weiß es nicht. Oh, da kann sie lauschen. Was ist das denn? Ist das eine Luke? Toll. Keine Ahnung, aber wir können es nicht angucken. Müssen wir das aufschrauben? Q drücken. Okay, gut. Scheiße. Das ist echt doof. Ich glaube, das war dumm von uns. Nee, es war richtig. You made my decision. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Wie, part of what? Ich kann nichts machen. Nur dadurch. Das ist doch bestimmt so eine komische Sekte oder sowas. Meinst du echt? Ich weiß nicht, irgendwas Abgefucktes. Ach komm, hör auf. Die müssen abgefuckt sein, wenn die so lange überlebt haben, aber trotzdem, Markus. Was heißt das? Gedrückt halt. Ist hoch. Could be, we don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. Wir zurück, yeah, zurück. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Too. They say if we get her back. You think you could bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do this. Zurück. Okay, da können wir nicht mehr viel machen. Gehen wir jetzt woanders hin. Back out, rechtsklick. Die glauben uns nicht, dass wir tough sind, ne? Glauben uns nicht, dass wir tough sind. Es ist so dunkel, man sieht überhaupt nicht, wo man ist, beziehungsweise wo man jetzt überhaupt nach was gucken könnte, finde ich. Also, was brauchen wir noch? Eine Nadel und Perox. Names, da standen Names. Also ich glaube nicht, dass sowas einem weiterhilft. Das ist eine Ente. Ah, aber was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Duck! Oh, oh Gott! Under the bed! Nee. Ja, hier ist nichts. Es läuft doch eh darauf hinaus, dass die uns kriegen. Soll ich zurück? Ja. Kannst du hier noch irgendwas machen? In dem Raum ist ja noch was anderes drin, ne? Soll ich da lang? Ja, also hier in dem Raum, ob hier noch was ist. Jetzt, da kommen wir her. Aber ist hier in dem Raum jetzt noch irgendwas? Ich sehe hier gar nichts. Ja, geh nach links. Ganz links. Neben der Küche ist noch ein Ding, glaube ich. Da hinten. Hä? Unsichtbare Wand? Ach, Mann. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube ja. Ja, müssen wir nochmal hören vielleicht? Not me. You knew she was always supposed to do. Well, leave her out there, die. Better her than us. You'd have done the same thing. It wasn't the brightest idea. Oh, well, fine, you have to work, huh? That time we just put a Ja, pfuh. Ja, aber. Achso, von der Tür kommen wir, ja? Da kommen wir her, genau. Aber das hier, haben wir das hier gesehen? Nee, da wollte ich eben, dass du hingehst, aber es sah so aus, als wenn du es nicht schaffst. Dann lass uns nach oben gehen. Oder warte, bevor wir jetzt nach oben gehen. Ja, bevor wir jetzt nach oben gehen, sollten wir vielleicht nochmal eine Pause machen. Wir machen eine Pause, ich glaube, hier ist eh eine unsichtbare Wand. Genau, du kannst dich jetzt nochmal sammeln.